Sie lauert im Schatten. Eine dunkle Macht. Gewaltiger denn je. Ihr Name? Lamborghini Huracan SDO. Scheinbar nicht von dieser Welt. Der ultimative Endgegner bei Fastlap. Ich finde ihn schick, er ist anders, er ist böse, er hat einen großen Flügel drauf, er darf das, das ist okay, oder? Stiere dürfen auch ein bisschen böse sein. Wir haben ja jetzt hier im Hintergrund ein Auto, was ja definitiv mal faszinierend aussieht. Lamborghini erschafft den Huracan Super Trofeo Omologato, kurz STO. Nah an der gleichnamigen Rennserie soll er die neue Übermacht unter den Straßensportlern sein. Zackig gezeichnet, wild zerklüftet, fest verspoilert. Schönheit ist nebensächlich. Als Basis dient die 640 PS starke performante Version des Huracan. Allerdings fehlt ihre aktive Aerodynamik und der Allradantrieb. Die V10 Power bleibt. Ein 5,2 Liter V10 Sauger beschwört 640 PS und 565 Newtonmeter. Leistungstechnisch sind STO und Performante gleich auf. Zeit zum Zaubern. Der Huracan STO löscht Gedächtnisse. Er teilt sich die technische Plattform mit dem Audi R8, aber das haben die Insassen in Sekundenbruchteilen vergessen. Was die Lambo-Leute toll können, obwohl ja der Mutterkonzern deutsch ist, ja, gehört jetzt der Volkswagen-Konzern, die Gruppe hier, aber sie bleiben in ihrem Auftreten und ihrem Stil sehr italienisch. Standardmodus STO. Das italienische Hexenwerk verzichtet auf eine normale Fahrstufe. Immer Attacke, so lautet das Rezept. Der Motor hat eine extreme Präsenz. Den hörst du auch bei niedrigen Drehzahlen, 3000, schon sehr schön. 4, 4,5, 5. Jetzt kommt noch Leistung. Er verzögert übrigens auch sehr gut. Das, was ich auf Anhieb nicht toll finde, ist aber der Klassiker bei Lamborghini, ist immer dieses sehr kurze Pedal, der kurze Pedalweg. Das heißt, das Auto verzögert sehr schön. Du bist aber sehr schnell auch im ABS-Regelbereich und das viel dazwischen ist nicht viel. Ja. Die Bremsanlage stammt vom italienischen Spezialisten Brembo. Roh und gewaltig verschafft sich der Huracan Respekt. Mehr als 75% der Karosserie besteht aus Carbon. Die Magie des Motorsports zieht den Fahrer direkt in seinen Bann. Wie lenkt er an? Er lenkt an. Er lenkt aber mal richtig an. Ja, aber mal so richtig, richtig. Halleluja, ey. Ist die Lenkung super direkt übersetzt. Auch der Reifen lenkt, also der setzt diese Befehle 1:1 traumhaft um. Und Mann. Wir haben eine relativ hohe Servounterstützung im Moment. Ja, ist aber okay. Aber das reine Anlenken, so dass du irgendwie, du musst, da geht es gar nicht ums schnelle Fahren. Da geht es einfach darum, ich fahre jetzt 80 km/h, so dieses Zick, Zick. Ja? Von STO geht's in Trofeo. Der extremste Fahrmodus verschärft den Huracan in allen Belangen. Es weicht die letzte Gnade mit den Passagieren und mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Aber wieder schon die Gänge reinballert jetzt, ne? Eine ganz andere Art von Schalten. Auch ein lockeres ESP und das Torque Vectoring versprechen bestmögliche Performance des STO. Richtig Zauber in der Bude herrscht aber erst, wenn die elektronischen Helferlein Ruhe geben. Vertraust du mir? Dritter Gang. Oh, das war jetzt Vollgas. Traktion war gut, ne? Kommt quer.
Aber so in der Summe muss ich sagen, ist der mechanische Grip sehr gut, der ist sauber. Er auf den Bodenwellen, dann hüpft er schon mal ein bisschen, dann bricht er auch schlagartig ab. Aber die Hinterachse ist mal von ihrem generellen Gripniveau sehr gesund. Sie funktioniert gut. Der Huracan STO kostet rund 300.000 Euro in der Basis. Doch was gibt es dafür? Einen lahmen, fliegenden Besen oder abnormalen Geschwindigkeitsfluch? Der wird schnell sein, ja. Alleine schon über die Bereifung, die uns ja auch sagt, da muss was kommen. Er wird schnell sein, ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wie schnell. Ich kann auch keine Prognose abgeben. Ich denke mal, er wird schon eine gute Sekunde schneller sein, oder? Gegenüber dem Performante. Und der ist nicht langsam. Der grüne Keil profitiert von seinem Allradantrieb, der mit 640 PS spielen darf. Mit 1,6 Tonnen Gewicht ist der Performante allerdings etwa 100 Kilo schwerer als der STO. Laut Werk dauert der 100er Sprint nur 3 Sekunden. Mehr als 180 km/h sind vor Kurve 1 drin. STO und Performante liegen nahezu gleich auf. Durch Kurve 2 fliegt der STO etwas schneller. Die welligen Betonplatten forderten bislang jedes Lamborghini-Fahrwerk. Brettharte Sportler kämpfen hier mit der Traktion und vor Kurve 7 gilt es, möglichst effizient Tempo abzubauen. Auch hier sind beide Huracan auf einem Level unterwegs. Profitiert der STO in der schnellen Rechts von seiner Aerodynamik? km/h gibt Lamborghini als Höchstgeschwindigkeit an. Kurz fällt die 250 km/h-Marke auf der Runway. Existiert Magie wirklich oder ist alles nur fauler Zauber? Auf der Start-Zielgeraden marschiert der STO stramm über Tempo 260. Er ist nicht der allernetteste und zahmste Stier, den man im Stall haben kann. Bei dem hier, da musst du schon ab und zu mal auf die Hörner draufhauen und sagen, Meister, ja, Vorsicht. Der ist nicht einfach zu fahren. Und das Problem für mich ist eigentlich immer schon traditionell so ein bisschen, was ich auch immer kritisiere, Auto verzögert gut. Du hast einen relativ kurzen Pedalweg, bevor du in das ABS hineinkommst. Jetzt kommen auch naturgemäß hier noch unsere Bodenwellen, teilweise die Querfugen der Betonplatten mit dazu. Und auf einmal fängt das ABS sich immer leicht aufzupumpen. Braucht auch einen Moment, bis es sich wieder einreguliert. Und das sind so diese Phasen, wo Christian Menzel dann sagt, finde ich nicht so toll. Auf einer reinrassigen Rennstrecke mit einer Auslaufzone dahinter und einem nur durchgängigen, sauberen Asphalt bremst das vielleicht dann besser. Auch vorhersehbarer, aber hier muss ich immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das so auf diesen Querfugen oder so schon mal ein bisschen anders ausgehen kann. Der nimmt dich mit, ja. So puristisch wie er fährt, genauso puristisch musst du aber auch als Fahrer sein und sagen, ich verstehe, was der will. Und wenn du das kapierst, hast du das richtige Auto. Läuft. Laut. Unberechenbar. Magisch. Der Huracan STO ist wohl der letzte seiner Art. Eine vierrädrige Saga. Lamborghini erschafft ein ewiges Geschwindigkeitsrelikt. Man kann damit aber auch, wenn man will, dahin cruisen, oder? Geht auch. Ja? Dann so